Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Liberamente in Campa. Heute nehme ich euch mit in die Toskana. Wir sind bei einem der schönsten Sonnenuntergänge im Val Norcia. Was ihr seht, ist das Norcia-Tal, das ihr direkt von der Naturterrasse des Agriturismo L'Arte dei Semplici aus betrachtet. Es ist ein Ferienbauernhof mit Stellplätzen für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte. Natürlich gibt es auch ein Restaurant und mehr. Auch wer einen traditionelleren Urlaub machen möchte, hat sein eigenes Zimmer mit eigenem Bad oder in einer der 8 historischen Villen in Montalcino. Ja, denn ich habe Ihnen nicht gesagt, dass wir in Montalcino genau wie eine Ortschaft sind. Der Agriturismo ist das ganze Jahr über geöffnet. Es bietet auch ein Schwimmbad im Sommer, während das ganze Jahr über gibt es natürlich Entladen und Dienstleistungen in der Agriturismo für alle Gäste enthalten. Wie ich schon sagte, gibt es das Restaurant. Hier sehen Sie den Speisesaal und es ist laufen und alles ist lecker. So sehr, dass ich, wie Sie sehen, direkt aus der Servierschüssel esse. Der Agriturismo liegt etwa 3,5 Kilometer von Montalcino entfernt. Er verfügt über einen Swimmingpool für den Sommer, einen Grillplatz und einen Wasserablauf. Tiere sind willkommen, aber wie ich Ihnen schon sagte, gibt es auch diese Villa, eine der 9 historischen Villen von Montalcino innerhalb des Agriturismo. Dies ist das Zimmer mit dem privaten Weg mit dem Bad. Das ist das einzige Zimmer in den Kühlschrank, offensichtlich so klein wie die in den 1950er Jahren geklempnert. Alles ist komplett renoviert worden. Von wem? Von Viviana und ihrem Mann. Viviana hat eine kleine Leidenschaft dafür, Dinge aus der Vergangenheit zu retten, alle Alltagsgegenstände zu bergen und zu versuchen, ihnen ein zweites Leben zu geben. Ein Blick auf das Kopfteil des Bettes genügt, um zu sehen, dass es sich um die Wiederherstellung einer Tür handelt. Aber gehen wir hinein und sehen uns die Villa an. Die Villa hat das, was Sie draußen sehen, und den ganzen Garten, der nicht nur von den Bewohnern des Bauernhauses, sondern auch von den Bewohnern der Villa genutzt werden kann. Die Villa besteht aus 2 Wohnungen mit Badezimmern im Inneren, jede für sich. Es ist nur möglich, eine der beiden Wohnungen zu mieten, da sie völlig unabhängig sind. Hier betreten wir die Küche mit dem großen Kamin, der den beiden Mini-Wohnungen, die aus den Schlafzimmern und Bädern bestehen, gemeinsam ist. Die beiden Mini-Wohnungen sind diese beiden Türen, die Sie sehen, also sind sie völlig unabhängig. Wir betreten sie durch die erste Tür auf der rechten Seite. Zunächst befindet sich ein Schlafzimmer im Inneren. Hier sind die Zimmer so, wie sie früher waren, also riesig, groß, hoch, geräumig. Das ist das zweite Zimmer mit einer Verbindungstür zum Bad, das sich gegenüber befindet. Dies ist das zweite Zimmer mit dem Schlafsofa. Das Badezimmer ist hier. Hier sieht man schon die Hand von Viviana im Waschbecken, in den Details, in den Fliesen, in der Liebe zum Detail. Schauen Sie sich die Badewanne an, die Doppeldusche, die Sie riesig gesehen haben. Dann gibt es ein drittes Schlafzimmer und hier ist es mit einem großen Schrank auf dem Flur und dann betritt man den Teil, wo das Eisenbett steht. Wenn Sie nach oben schauen, sehen Sie den Kronleuchter, den Sie später auf den Bildern sehen werden. Er ist sehr, sehr schön. Es ist auch eine Wiederherstellung von Viviana. Kurz gesagt, Sie werden in jeder Ecke Ihre Leidenschaft für die Kunst sehen, für die Wiederherstellung der Dinge, die einmal waren. Durch diese Tür betreten Sie die zweite Wohnung, sodass Sie miteinander kommunizieren oder, mit der Tür geschlossen, 2 unabhängige Wohnungen sein können. Diese haben ebenfalls einen langen Flur, aber vor allem Schlafzimmer und ein Bad. Dies war die Tür, die die beiden Mini-Wohnungen trennte, nicht so mini. Sehen Sie sich das erste Zimmer an, ein Schlafzimmer mit einem großen Kamin,
Und die Wand ist diejenige, die mit dem Küchenbereich verbunden ist. Dann gibt es ein zweites Schlafzimmer, auch sehr groß, bequem. Und hier finden Sie Vivianas Hand explodieren. Der Kleiderständer, den Sie sehen, hat die Form von Schuhen, nur um Ihnen das zu sagen. Das dritte Zimmer auf der anderen Seite ist mein Favorit. Am Bett über dem Baldachin gibt es eine kleine Pietinosa, alles in Holz, Traviablick oben. Denken Sie daran, dass derjenige, der dort übernachtet, natürlich auch ein Bettlaken zum Wechseln und alles andere dabei hat. Und dann gibt es das letzte Bad, auch mit Blick auf die Travia. Waschbecken auf der linken Seite sehen Sie, Spiegel, Fenster nach außen. Denken Sie daran, dass, weil es eine historische Villa ist, alle Wände, wie Sie sehen, sind dick. Dies bedeutet, dass im Sommer ist es sehr kühl und im Winter die Wärme ist gut gehalten. Nun, das war's auch schon für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Seid brav, denn ich werde der Bösewicht sein.